Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Und wir gehen heute, wie in der letzten Runde gesagt, ins Pfandhaus, um ein bisschen was zu kaufen, denn wir müssen ja die Kaufkraft erhöhen, die wir so erlangt haben. Nicht? Oha. Also es passiert eigentlich hier gar nichts, außer dass wir hier, wir kriegen kein Intro. Warum sind das hier so einzeln? Kann man es jemand sagen? Wir sind eingesperrt in irgendwelchen, zwischen irgendwelchen Häusern, das kann doch nicht sein. Also bitte, meine Damen und Herren. Oh, meine Nase, ey. Ich habe vorhin gerade in der Ladesequenz niesen müssen. Boah, und meine Nase ist eigentlich immer noch nicht gut. Aber ich denke mal, Mann, hier sind wir wieder. Wo ist das Pfandhaus? Hier links? Was steht denn da? 501. Oh! Ich komme auch nicht rein. Ist offenbar eine Gaststube. Pornshop, ist das? Jo, das ist er. Kriegen wir hin. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Führt er ein Doppelleben oder hat man einfach die Dinger geklaut? So. These tools are exactly what I need to climb the wall. Stimmt, da war ja noch was, ich Depp. Mit Wänden hochklettern und so, ne? This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Ich glaube, hier hat jemand irgendwas geplant. The Ram's Heads. This necklace belongs to the Five Rams of Mitylin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Hallo Kent, du hattest mir mal von 3 goldenen Schmuckstücken mit Widderköpfen erzählt aus dem alten Riesenland, ne? Du hast die doch noch, oder? Denn dann gibt's heute eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit, dafür ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Grave, Alley Street und Half Moon Street auf dich warten, vor dem Feuerwerk. Oh. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Ansonsten gibt's hier nichts mehr zu tun. Wir können Oh. Was geht denn da den Schacht runter? Ja, da machen wohl die Leute was Falsches. So. Verwenden? Jo, machen wir. Dann gehen wir zu Half Moon Street und werden da versuchen, das Zeug hinzukriegen. Hinzubiegen. Was wir auch mal gemacht haben, ne? Ein Wecker. Ja, weil ich nehme morgens auf. So, wir sind jetzt wieder hier. Ist immer noch irgendwie Nacht. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Warte mal kurz, da ist der gleiche wie vorhin. Der gleiche Typ, guck mal da. Da,
da hinten, hinter Watson, ist der gleiche Typ wie vorhin irgendwie. Haben wir hier nur eine Ecke weiter? Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no. Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Meine Frage ist jetzt, wo sind wir hochgeklettert? Oder müssen wir nochmals mit ihm hier sprechen und dann wird er hochklettern? Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Layton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Layton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Layton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Oha. The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is also directly in front of Polly Powell. Dann. The moon illuminates this wall. Anyone trying to. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Oha. I can barely see anything. Was ist so laut? Das muss man doch hören. Holmes? Are you there? Das muss man doch hören. I should try climbing faster. Muss man doch hören. I can barely see anything. Und wenn wir jetzt hier runterfallen oder was? Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes, where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down.
Oha. Müssen wir Speicher untersuchen? Kriegen wir. Ah, hier kriegen wir rein. Aber wir sind schon drin. Ich dachte, wir müssen was laden. Aber na gut, na gut. These shards of glass are from the window above. Jetzt wohl jemand einfach nur gesagt, oh. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Ein Jacket. Off. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Dann tun wir das halt unter Mikroskop, ne? We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window and escaped through the hatch. Und nun müssen wir was untersuchen. Das ging aber schnell. Ach und... Ah, okay, okay, okay. Wir müssen immer noch... Können wir das irgendwie... den Polizisten erfragen, oder... Oder I'll ihn? Do anything to save my brother, Mr. Holmes. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Ja, dann müssen wir es mal unter dem Mikroskop anschauen und blub, und werden dann später vielleicht noch eine Befragung durchführen. In Scotland Yard gibt es auch noch jemand, eben der Bruder des Kollegen da. Aber ich weiß nicht so recht, wer, wie, wo, warum. Nun werden wir hier mal das untersuchen. Let us take a closer look. Ja gut. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horse hair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. The horse hair is thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Oh, das müssen wir wahrscheinlich jetzt rausfinden, nehme ich an, ne? Wir müssen nur noch etwas erfragen. Und ich denke mal, wir gehen mal nach Scotland Yard, fragen da mal nach, denn ich habe sonst keine Ahnung, wo. Also wirklich. Wo sollen wir sonst noch suchen? Oder... Kriegen wir die Frage... Oh. So. Oh. Jetzt haben wir hier... Ein Absturz der Jahrtausendwende mal wieder. Oh, Mann. Ach, meine Freunde, als wäre es so einfach gewesen, jetzt hier ein wunderschönes Ende zu machen. Es muss ja mindestens in etwa jede zweite Episode irgendwie, jeden zweiten Part irgendwie was kaputt gehen und alles zusammenstürzen und das wäre ja jetzt mittlerweile soweit. Und ich denke mal, wir sind zwar, ja gut, bei 15 Minuten und ich denke mal, ich mache hier mal Ende im Gelände. Denn ich muss doch was machen. Ich
muss heute noch arbeiten. Es ist ja erst 6:45 morgens. Und ja, ich habe mir irgendwie angewöhnt, jetzt am Morgen aufzunehmen, weil dann habe ich den Abend natürlich noch für mich. Und am Morgen bin ich ja eh wach. Daher egal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.